Ja, also mein Name ist Maja Draxel, ich leite die Maltechnikwerkstatt hier an der Kunsthochschule und ich habe selber hier studiert, vor ungefähr 20 Jahren habe ich angefangen und ja, ich bin Malerin und Grafikerin und arbeite jetzt seit 3 Jahren hier. Also die Werkstatt für Maltechnik ist im Prinzip eine Werkstatt, also ein Raum, die offen ist für jeden Studenten, für jede Studentin. Und soll, finde ich, vor allen Dingen auch den Mut erwecken, selber was auszuprobieren. Selbstständig seine Farben oder Materialien eben zu hinterfragen und zu erweitern. Und ich bin eigentlich da als Unterstützung. Also ich habe halt das Wissen und ich habe auch Bücher und ich versuche immer sehr anzuregen zur Selbstständigkeit und zu dem Mut, das auszuprobieren, weil meistens haben Leute so einen Respekt davor, so ein bisschen so eine Vorsicht, das ist halt kompliziert und so, der eigentlich ja nicht nötig ist, weil eigentlich ist es so einfach und man kann viel ausprobieren und jetzt ist eine wahnsinnige Bereicherung für, also vor allen Dingen in der Malerei, darum geht es ja hauptsächlich ums Malen, wenn man das Material genau kennenlernt und merkt, wie einem das Material auch hilft und einen unterstützt, seine eigene Sprache, seine eigene Kunst, seinen Weg zu finden. Also ich biete eben auch Kurse an, mal längere und mal kürzere Kurse zu verschiedenen Themen, so zum Beispiel jetzt irgendeine Maltechnik, wie jetzt zum Beispiel hinter Glasmalerei hatten wir jetzt einen Kurs gemacht. Oder ich hatte auch schon mal einen Kurs auch, großformatiges Arbeiten, also Arbeiten auf großen Formaten. Oder eben zu bestimmten Techniken wie Ölmalerei, Temperamalerei, Pipapo und Sachen selber herstellen, dann kommen wir schon in Richtung Naturfarbenprojekt. Ein sehr beliebtes Thema. Wie kann ich mir mein Material selber zusammensammeln aus der Natur, selber Sachen herstellen und so. Dann geht es auch wieder auch um Nachhaltigkeit, um Umweltschutz. Studentinnen sind sehr umweltbewusst, haben so den Gedanken zum Beispiel, warum soll ich so viel kaufen? Ich kann ja auch die Sachen nehmen, die schon da sind und daraus was machen und so. Und da versuchen wir auch immer Neues auszuprobieren. Und zum Beispiel hatten wir jetzt in dem Naturfarbenprojekt die Idee, Sachen, die man jetzt an der Elbe sammeln kann, am Ufer, zum Beispiel Erde, man kann aus Erde Farben herstellen oder Steine, die man da findet, zum Beispiel so alte Ziegelsteine zermörsern und daraus Pigmente herstellen. Oder eben auch aus den Pflanzen, die da wachsen, kann man viel machen. Und so geht es dann immer weiter. Dann gibt es auch eine Verbindung aus diesem Naturfarbenprojekt, dass es eigentlich eine richtige eigene Kunstrichtung eigentlich auch ist. Dass es ja nicht nur darum geht, so diese Farben herzustellen, sondern daraus wirklich noch was ganz Eigenes zu entwickeln. Ja, zu den Kursen gehört auch am Anfang im ersten Studienjahr so ein Einführungskurs in die Maltechnik. Das mache ich immer mit meinem Kollegen vom Orientierungsjahr zusammen. Da erzählen wir dann, was eigentlich Maltechnik ist und was es sozusagen für Möglichkeiten gibt, um erstmal so diesen Raum zu eröffnen für die Maltechnik und zeigen auch erstmal gleich, wie man eine Leinwand selber, also einen Keilrahmen zusammenbaut und die Leinwand bespannt, wie man Grundierungen machen kann, wie wichtig eine Grundierung ist, wie unterschiedlich die sein kann. Ja, und dann ist man hier sozusagen eingestiegen und kann dann so individuell auch herkommen. Und ich habe auch immer so eine offene Werkstatt an einem Tag, kann eigentlich jeder so kommen mit seinen individuellen Fragen irgendwie. Oder Problemen, die er vielleicht hat, wenn irgendwas schief ist oder nicht funktioniert. Aus der Sicht als Malerin und als jemand, der sich viel mit Maltechnik beschäftigt, dass es eben für die Mappe oder für die Bewerber, dass sie schon interessant ist, wenn derjenige auch einiges ausprobiert hat, verschiedene Farben verwendet. Oder sich mal nur auf eine Farbe konzentriert. Jetzt untersuche ich mal die Farbe Gelb oder so. So ein Interesse an Malerei, an Kunst
nicht das fertige Ergebnis oder ein schönes Bild unbedingt zu zeigen, sondern das Interesse am Ausprobieren, am Erforschen, an diese Lust an der Farbe oder eben auch am Material, dass man sieht, so, da ist jemand, der wirklich neugierig ist und da viel machen will.